Hallo liebe Leute, folgendes ist mein Interview von Tino Chrupalla beim ZDF nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und wir gehen gleich weiter zu Tino Chrupalla, dem AfD-Parteichef. Guten Abend auch an Sie, Herr Chrupalla. In Thüringen, da will Björn Höcke mit den anderen Parteien jetzt Gespräche führen über eine Regierungsbildung. Heißt das, Sie reklamieren jetzt das Ministerpräsidentenamt für Höcke? Nun, wir haben die Wahlergebnisse in Thüringen gesehen, aber auch in Sachsen. Und in Thüringen ist klar, ist der Wählerauftrag, dass die AfD die Regierungsbildung übernimmt. Das, der Souverän hat entschieden, ist eine klare Wählermeinung und auch eine Willensbildung. Und wir hören ja jeden Tag von den demokratischen Parteien, was die Willensbildung ausmacht. Ich denke, das ist ein eindeutiges Votum. Und von daher ist es auch unsere Aufgabe, natürlich jetzt Gespräche anzuleiern und auch diese Gesprächsangebote zu machen. Und das werden wir tun. Und warum haben Sie jetzt den Namen Höcke kein einziges Mal genannt? Ja, warum soll ich jetzt Björn Höcke nennen? Ich möchte ihn natürlich auch auf diesem Wege. Weil er sich als der künftige Ministerpräsident sieht. Sehen Sie das auch so? Welche konkreten Führungsqualitäten hat er denn? Ja, wissen Sie, er hat die Wahl ganz deutlich auch als Spitzenkandidat der AfD gewonnen. Und das alles andere entscheiden jetzt die Thüringer, auch die Thüringer Kollegen unserer Partei. Und das werden die Gespräche jetzt zeigen. Wir werden diese Gesprächsangebote machen, das habe ich immer wieder gesagt. Wir wollen Politik in Thüringen, aber auch in Sachsen mit denjenigen machen, die es gut mit Thüringen und mit Sachsen meinen, die unsere Interessen vor allen Dingen vertreten. Ja. Fakt ist doch eins, Herr Sievers, diese Regierung in Thüringen ist abgewählt worden, genauso wie auch die Ampelparteien in Sachsen einen Denkzettel bekommen, mehr denn je sogar. Es ist endlich an der Zeit, dass es hier einen Politikwechsel gibt. Man kann natürlich gerne auch weitermachen, wie man das bisher getan hat, aber dann wird man natürlich nicht zum Wohle Sachsens und auch Thürings endlich einen Politikwechsel vollführen können. Also ja, Sie wollen Gesprächsangebote machen, Herr Chrupalla. Das Problem ist nur, keiner der anderen Parteien will mit Ihnen reden. Wie soll das funktionieren? Ja, da kann ich nur eins sagen. Genauso weitermachen, dann wird man in 2, 3 Jahren sehen, dass die AfD 40-45% bekommt. Das ist doch genau das, was der Wähler eben nicht will. Er hat doch ein klares Votum gebracht. Der Souverän sagt, rauft euch zusammen, macht endlich zum Wohle der Bevölkerung Politik. Wie lange will man diese Brandmauern aufrechterhalten? Sie sind gescheitert. Wie oft will man das noch sagen? Und da können Sie natürlich auch sagen, mit uns redet keiner. Das ist aber das, was der Wähler möchte, dass man sich an einen Tisch sitzt. Auf kommunaler Ebene gibt es diese Brandmauern nicht. Da machen wir auch Politik in den Kreistagen, in den Gemeinderäten, mit allen anderen Parteien. Und wir stimmen den Dingen zu, die zum Wohle der Gemeinden sind, die zum Wohle der Städte sind. Und das werden wir auch auf Landesebene tun. Man hat doch Angst, dass mit der AfD ein Politikwechsel stattfindet, dass man endlich Probleme klärt. Davor hat man Angst. Björn Höcke hat heute haushoch gewonnen. Wird die AfD jetzt noch mehr eine Höcke-Partei, mehr als eine Chrupalla- und Weidel-Partei? Wissen Sie, wir haben überall gute Kandidaten, wir haben überall gute Mitglieder, wir steigen in der Mitgliederzahl, wir haben bald 50.000 Mitglieder, der Zuwachs ist unbegrenzt. Und hier geht es nicht um Chrupalla, Weidel oder Höcke. Hier geht es als allererstes um Deutschland, hier geht es als allererstes um Sachsen und Thüringen. Erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Das ist immer meine Position gewesen, das ist auch meine Position als Parteivorsitzender. Wir wollen endlich Veränderungen in diesem Land, damit sich was tut, damit die Migrationspolitik, die Energiepolitik, die Bildungspolitik, die Gesundheitspolitik, ich könnte jetzt endlos weitermachen. Das sind alles Dinge, die liegen geblieben sind, die verfehlt sind. Und das wollen wir umkehren. Ich bin froh, dass zum Beispiel in Thüringen die gefährlichste Partei Deutschlands, die Grünen, rausgeflogen sind, in Sachsen leider nicht. Ich bin gespannt, ob Herr Kretschmer als der größte Raubkopierer und Trittbrettfahrer unserer Position in Sachsen diesen Politikwechsel endlich vorantreibt und ob er auch wirklich Wort hält und endlich eine andere Politik auch in Sachsen betreibt. Sagt Tino Chrupalla, Parteichef der AfD. Herr Chrupalla, vielen Dank. Sehr gerne. Was muss man von solchen Sendungen bedenken? Zeit bei den Öffentlich-Rechtlichen ist knapp. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Die AfD wird in allen großen Talkrunden ausgeschwiegen. Und es kommen jetzt Interviews nach der Wahl und danach wird man im Öffentlich-Rechtlichen, im Originalton von der AfD sehr wenig hören. Das heißt, jede Sekunde, jede Minute ist kostbar. Und gucken wir uns jetzt einmal die Themenlenkung in dem Interview an. Es geht die ganze Zeit darum, dass die AfD nicht mitregieren darf. Und Tino Chrupalla erklärt jetzt, der Wählerwille würde missachtet. Und darum geht es eigentlich das ganze Interview. Und wenn man sich das mal genau anguckt, stimmt das nicht. Der Wählerwille wird beachtet. Natürlich ist es unfair, ist es gemein. Natürlich, die CDU kopiert das AfD-Wahlprogramm und setzt es selbst um. Aber tatsächlich ist es so, die anderen Parteien haben vor der Wahl gesagt, mit der AfD koalieren wir nicht. Und die Wähler haben das genau gewusst. Sie haben das gewusst, es herrschte Klarheit und sie haben trotzdem die anderen Parteien gewählt. Und das muss die AfD akzeptieren.
Wir sind sehr klar im Bund. Wir haben eine Unvereinbarkeit mit der AfD. Die Wählerinnen und Wähler wussten, dass wir vor der Wahl, dass wir nicht mit der AfD koalieren. Und das wird auch nach der Wahl so sein. Wir sind da grundehrlich. Und bei den Linken haben wir auch einen klaren Beschluss. Und daran halten wir uns. Und aus meiner Sicht wäre es viel cleverer gewesen zu sagen, natürlich auf die Unfairness hinzuweisen, dass die AfD-Anträge abgelehnt werden die ganze Zeit und die CDU sie im Nachhinein kopiert. Darauf weist man hin. Aber man erklärt natürlich auch, ja klar, das ist deren Recht. Sie haben vorher gesagt, sie koalieren nicht mit uns. Das ist, ja, sie können das so machen. Natürlich kann er dann auch erklären, wir werden dann beim nächsten Mal noch viel mehr gewinnen und so weiter und so fort. Aber ich denke, man muss auch, das braucht er gar nicht. Sondern das ergibt sich von selbst, wenn er erklärt, dass die AfD gute Anträge macht und die anderen die Anträge kopieren. Was hätte Tino Chrupalla stattdessen machen können? Tino Chrupalla hätte ganz kurz die Antwort geben können. Ja, da haben Sie recht, das ist der Wählerwille, wir respektieren das. Und dann macht er sofort eine Themenlenkung. Und dann macht er eine Themenlenkung auf irgendwelche Fakten, die den Medien wehtun, die aufklären. Beispielsweise kann er den Bogen spannen zu Nord Stream und den Gas- und die Energiepolitik. Also er kann auf die Inhalte gehen und dann spannt er den Bogen darauf, dass die Medien US-Geostrategie bedienen mit ihrer Berichterstattung. Und dass sie vorsätzlich täuschen, dass sie nicht über die Ukraine berichten. Und das kann er auch so sagen, weil er es belegen kann. Ich würde sofort mit sowas kommen. Die Ukraine ist ein Nazi-Staat, der oberste Befehlshaber läuft mit einem Armband, mit einem Hakenkreuz rum. Warum berichten sie darüber nicht? Der Spiegel hat ein Interview mit einer Zivilistin gefälscht. Sie haben darüber nicht berichtet. Sie berichten über uns, dass wir rechtsextrem sind. Und sie berichten nicht über die Verbrechen, dass Schmetterlingsminen im Donbass abgeschmissen werden. Dass die Leute in der Ukraine, dass das Azov-Bataillon, das Rechtsextreme in die reguläre Armee eingegliedert werden. Und die gesamte russische Zivilbevölkerung oder russischstämmige Zivilbevölkerung in Lebensgefahr war. Und auch tausendfach gestorben ist. Seit 2014. Also er kann, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, er kann diese ganzen wichtigen Informationen, ich erkläre das ja jetzt gefühlt in jedem Video, oder er kann auf Butcher, die Themenlenkung über das Gas, auf Butcher kommen, dass Butcher eine Inszenierung war, eben auf die ganzen wichtigen Dinge, wo die Leute dann denken, hoppla, wieso haben die Medien darüber nicht berichtet? Oder egal welches Thema, Corona, er kann unangenehme Fakten, er kann eine Themenlenkung machen, Corona war ja wichtig für die Wirtschaft, die Selbstständigen sind pleite gegangen. Und kann dann darauf verweisen, ja, sie haben ja, er macht dann einfach diesen Bogen und verweist dann darauf, ja, sie haben ja nicht über die RKI-Files berichtet. Und natürlich, dann wird der Moderator ihn abwürgen und wird sagen, ja, darum geht es jetzt ja nicht. Aber dann wird er eine andere Frage stellen. Und dann kann er wieder, kann Tino Chrupalla wieder die Themenlenkung machen. Und vor allem, er kann auch nicht unendlich unterbrochen werden. Das fällt dann auf. Und er kann schon wichtige Fakten an den Mann bringen. Das geht auch in ganz kurzer Zeit. Und das am besten lernt man das auswendig. Also man kann wichtige Dinge mit der US-Geostrategie, das kann man in wenigen Worten kann man das darlegen. Damit die Leute auch verstehen, die Motivation verstehen. Auch man kann auch die Medien angreifen und auch erklären den Leuten, was ganz wichtig ist, warum die AfD von den Medien schlecht gemacht wird und warum die Altparteien mit der AfD nicht koalieren wollen. Er kann dann auf das Motiv eingehen, dass die Altparteien US-Geostrategie bedienen. Und dass das der einzige Grund ist, nicht der Rechtsextremismus. Und das ist jetzt BSW genauso wie das. Es gibt so viele wichtige Sachen, aber ich glaube, das Problem ist, dass die AfD, dass die Spitzenleute, sie haben irgendwie mit dem Alltagsgeschäft haben sie so viel zu tun, dass sie einfach nicht informiert sind. Und auch den Fehler machen, die Informationen aus den großen Medien zu beziehen, wo die wichtigen Informationen nicht vorkommen. Also genau die wichtigen Informationen, die sie den Leuten erklären müssten, davon wissen sie selber nichts. Oder viel zu wenig. Und das heißt, es müsste eigentlich so ein Briefing geben. Also worüber sich alle Spitzenleute informiert werden, was im Antispiegel steht. Weil solche Beispiele, man kann immer Themenlenkungen auf solche Beispiele machen. Und wie gesagt, die Zeit, das wird so viel Zeit, wurde immer verschwendet. Mit irgendwelchem, oder auch, dass das Wahlergebnis gut war, dass wir so ein extrem gutes Wahlergebnis haben. Immer wieder werden Minuten gehen dabei drauf, zu erklären, wie gut das Wahlergebnis war. Und wahrscheinlich der Gedanke dahinter ist, dass dann die Mitglieder motiviert sind, und dass das ganz wichtig ist, die Mitglieder zu motivieren. Und aus meiner Sicht ist sogar das Gegenteil, es ist sogar schädlich. Wenn die Leute erfolgsbesoffen sind, dann wirkt sich das eher schädlich aus, als wenn die Leute ein klares Ziel haben und sagen, ja, es ist jetzt ganz okay, was wir geschafft haben, aber es ist noch ein weiter Weg, wir müssen konzentriert arbeiten. Wenn dann so das Gefühl aufkommt, ich habe auch das Gefühl, oder das kann man ja sehen, dass der Zusammenhalt in der AfD nachgelassen hat, deutlich nachgelassen hat, das hat man ja am Jahresanfang gesehen, als die Umfragewerte so gut waren.
Die Leute waren alle erfolgsbesoffen und plötzlich der Zusammenhalt, das war plötzlich nicht mehr so wichtig, weil die AfD war ja auf der Erfolgswelle nach oben. Und alle haben sich bejubelt und waren nicht mehr klar im Kopf. Aus meiner Sicht ist das ganz wichtig. Natürlich, man soll nicht zu pessimistisch sein. Man muss Hoffnung haben, man muss daran glauben, dass man was ändern kann. Aber so eine große Euphorie und jeden alles immer schön zu reden, das überzeugt auch keinen. Und vor allen Dingen zeigt es auch mangelndes Selbstvertrauen. Also wenn man über einen, wenn man jetzt sieht, was die ganzen Altparteien gemacht haben, was sie alles durchbekommen haben, mit der Nord Stream-Sprengung, mit den Waffenlieferungen, mit der unkontrollierten Massenmigration, mit Corona, es ist völlig verrückt. Also mit der Energie, die Atomenergie. Und aus meiner Sicht ist es deutlich als Niederlage anzusehen, dass trotzdem, also auch gegen die Medien und gegen die Altparteien, dass sie trotzdem noch die Mehrheit haben. Dass die AfD, obwohl sie sich dort richtig positioniert, bei diesen ganzen wichtigen Themen, dass sie mehrheitlich nicht gewählt werden. Das ist eine riesige Niederlage und wenn man das auch so sagt, dann verkörpert das Selbstvertrauen, dann wirkt das auch schlüssig. Wenn man dann aber sagt, bei 15%, ja, wir haben ein super Ergebnis, ist das wirklich super? Ist es super? Für wen ist es super? Also in Deutschland bewegt es natürlich indirekt, werden die anderen unter Druck gesetzt, aber mit 15% bei der Ausgangslage, was die anderen für eine Politik machen, da kann man nicht zufrieden sein. Und aus meiner Sicht, die Anschauung, also der Gedanke, dass jede Sekunde kostbar ist, dass man jede Sekunde wirksam ausnutzen muss und man das abwägt, was ist wichtig, was müssen die Leute wissen, weil die Leute sind ja in einem Informationsgefängnis und merken es nicht. Die denken ja, die Medien stehen in der Konkurrenz zueinander, die verstehen das nicht, dass die Großmedien ein Informationskartell bilden, vor allen Dingen, weil sie das Motiv nicht verstehen mit der USGO-Strategie. Ich habe es auch nicht verstanden. Man denkt dann immer, wenn man das Motiv nicht versteht, das passt schon irgendwie. Und das, wenn man wirklich was bewegen will, dann muss man versuchen, das zu durchbrechen und die Bevölkerung zu erreichen. Und dann muss das Ziel sein, kann nur sein, dass man die absolute Mehrheit erreicht. Es ist aber natürlich positiv zu erwähnen, aus meiner Sicht, dass Tino Chrupalla einen demokratischen Eindruck, einen guten, freundlichen Eindruck hinterlassen hat bei den Leuten. Ich denke, das ist ihm schon gelungen. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, das wirkt auch nicht besonders, wenn man falsche Sachen sagt, wie der Wählerwille wird nicht beachtet, das macht keinen guten Eindruck. Weil natürlich, wenn man die Leute können 1 und 1 zusammenzählen, dann kommen sie auf den gleichen Schluss wie ich auch. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.